Echt komisch. Mhm. Okay. Also ja, hallo liebe Matheser-Follower. Und Followerinnen. Wir sind heute sozusagen aus unserer Haut gefahren und haben Körper getauscht. Was bedeutet, dass ich eigentlich Isabella bin? Und ich bin Noah und damit geht es uns quasi wie dem Charakter A aus dem Film Letztendlich sind wir dem Universum egal, der nämlich auch jeden Morgen in einem anderen Körper aufwacht. Und das schauen wir uns heute Matheser an. Dann ratet mal, wer da ist. Laura Sophie und Julina Marie. So rum und nicht anders. Ja. Zwei angesagte Influencerinnen. Die zwei warten auch schon im Saal, um die Gäste zu begrüßen. Seid ihr alle gut drauf? Vielleicht wäre es ja ganz nett, wenn wir irgendwas unternehmen. Ich bin jemand, der jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht. Immer so alt wie ich. Nie weit entfernt von dem davor, nie zweimal derselbe Mensch. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Es gibt Auf und Abs in dem Film. Neben uns seht ihr jetzt die Influencer, die wir gleich befragen werden, was die so vom Film halten. Wie fandest du den Film? Ich fand ihn mega, mega cool, den Film. Echt super süß. Von 1 bis 10? 10. Oh. Und wie schaut es bei dir aus, Laura? Ich fand den auch, also 10 von 10. Ich fand, das war mal ein anderer Film. Also ich habe noch nie sowas in der Art gesehen und es war wirklich mega gut gemacht. Aber jetzt mal auf eure Videos zurückzukommen. Wann habt ihr angefangen damit und wieso habt ihr angefangen? Richtig angefangen zu posten habe ich 2015, glaube ich. Gleiche Frage an dich, wie hat es bei dir angefangen? Ich bin da total spontan in dieses ganze Influencer-Ding reingerutscht und habe dann auch irgendwann mit YouTube gestartet und es macht mir total viel Spaß. Wir machen jetzt noch eine Insta-Story. Yeah! Sehr cool. Sag mal, woher weiß ich jetzt eigentlich, dass du noch die gleiche Seele bist wie am Anfang unseres Videos? Das weißt du nicht. Aber lass mal wieder zurücktauschen, weil ich habe keinen Bock mehr auf Bartstoppel in meinem Gesicht. Ja, viel besser. Egal in welchem Universum ihr gerade abhängt, wir sehen uns in Kürze wieder und wir stellen euch dann die Highlights im Juni vor. Genau, bis bald.